In ein paar Stunden ist Wochenende. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, was ihr so vorhabt. Ich habe heute folgende News für euch. Die Jungs sind mittlerweile schon wieder auf dem Heimweg von der Gamescom. Alle Videoreportagen von Eike sind online. Gleich kommt auch noch ein abschließender Talk, wo Ben, Eike und Jan nochmal berichten, was die Highlights der Messe waren, wie die Gamescom dieses Jahr für sie war und so weiter. Schaut auf jeden Fall rein. Und deshalb starten wir jetzt auch noch mit ein paar Gamescom-News. Auch dieses Jahr fand der Gamescom-Congress statt. Dort gibt es viele verschiedene Panels, Vorträge und Diskussionsrunden. Neben 171 Pressevertretern gab es 870 normale Besucher, was für einen Kongress doch ziemlich stattlich ist. Und in den über 40 Vorträgen ging es vor allem darum zu zeigen, wie wichtig die Games-Branche für die Digitalisierung ist. Und im Rahmen des Gamescom Congress fand auch das Debattel Royal statt, wo sich Politiker erneut den Fragen zur Spielebranche und zum Gaming allgemein gestellt haben. Da gibt's auch einen Videozug, falls ihr euch das Ganze auch nochmal in der Gänze geben wollt. Auf forplayers.de findet ihr dann auch noch ein Special von Jan zum Retro-Bereich, der ja in Halle 10 zu finden ist. Und dieses Jahr gab es 50 Stände, wo man verschiedenste Retro-Konsolen, Spiele, Flipper, alles Mögliche ausprobieren konnte. Und dieses Jahr hatten zum Beispiel auch Factor 5, die Entwickler von Turrican, einen Stand und es gab einen neuen Trend, und zwar neue Spiele für alte Systeme herauszubringen. Also lest euch einfach mal das Ganze durch. Jan hat da einen sehr ausführlichen Überblick gegeben, was es dieses Jahr da alles gab. Gestern habe ich euch ja die Spielszenen von Sekiro Shadows Die Twice vorgestellt und mittlerweile haben wir es auch selber auf der Gamescom live angespielt. Ihr findet die Vorschau dazu schon auf forplayers.de und wenn ich hiermit fertig bin, mache ich euch auch direkt die Videovorschau fertig. Also ihr könnt es auch nachher hier auf YouTube euch anschauen. Und Ben ist ziemlich begeistert gewesen von Sekiro und hat das Spiel auch mit einem sehr gut eingeschätzt. Und im Fazit schreibt er, dass er sich nicht wundern würde, wenn Sekiro der nächste Hit vom Dark Souls-Schöpfer Miyazaki wird. Ansonsten kann ich euch noch unsere Vorschau zum Indie-Spiel Gris vorstellen. Auch das hat Ben sehr gut gefallen. Und da gab es ja auch im Vorfeld schon diesen schönen Trailer, der die Aquarellgrafik zeigt. Unter anderem gibt es dann auch noch eine Vorschau zu Super Smash Bros. Und Battlefield 5. In der nächsten Woche werden auf jeden Fall noch einige Videovorschauen folgen und ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Ciao!